Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 White Hunt mit mir, dem Nefkara. Heute mit Aufnahmeprogramm Switch. Ich nehme heute mit Fraps auf. Und ich habe gerade gesehen, ich schaffe gar keine 60 Frames. Das heißt, es ist egal, ob ich mit Fraps aufnehme oder mit Shadowplay. Ich komme eh nur auf 40 Bilder pro Sekunde. Und auf jeden Fall, heute geht's wieder richtig groß los. Ich mache heute eine halbe Stunde Aufnahme, deswegen habe ich Aufnahmeprogramm geswitcht, weil mit Fraps geht das Ganze einen ganzen Ticken schneller, ja. So, wir machen die Quest von Junior und dann so ein bisschen der Hexerquest. Das ist ein Ochsenfurt. Ein Ochsenfurt ist das. Wir machen ein paar Hexeraufträge. Fuck off, wir sind Level 18. Apropos. Ich habe gehört, Grabhügel. Ich habe mich... Galgenhügel. Da müssen wir hin. Hier ist ein Rezept beim Galgenhügel in der Nähe. Hier irgendwo ein Schild in der Nähe, wo ich mich direkt los teleportieren kann. Doch, über mir links. Über mir links, ich bin blind. Hinter mir. Dann rechts. Wie gesagt, mit Fraps aufnehmen geht heute mal voll klar. Ich habe eh keine 60 Frames auf den Einstellungen, die ich spiele. Das heißt, dass das zwischen 45 und 50, zwischen 45 und 30 hin und her pingt mit Fraps ist eigentlich vollkommen human. Weil viel mehr schaffe ich so oder so nicht. Gucken wir mal beim Grabhügel nach. Galgenhügel. Da habe ich nämlich gesagt bekommen, da wäre noch ein Teil. Vom Greifenset. In der Nähe. Irgendwo. Galgenhügel. Hm. Gucke ich jetzt sofort. Wo soll denn hier das sein? What the fuck? Warum liegt das hier? Pokémon, komm schon, Obsidian war das gerade. Hier am Galgenhügel sollte das sein. Ein Stück vom Greifenset. Ich kann ja mal ganz kurz da ins Monsterlager gehen. Das steht nämlich noch. Vielleicht findet man ja da was. Ja, keine Rolle, wo wir hier sind. Wir sind ja eh deutlich höher als das, was hier rumkrebst. Geht halt darum, die Greifenteile zu sammeln und dafür habe ich momentan auch die Leute angeschreibselt. Ach, hi Bandit. Wir ziehen dir die Haut ab. Ah, versuch das. Kannst sogar zuschlagen. Ist mir komplett egal. Du wirst es nie lernen. Klatsch und die Beine sind weg. Warum kämpft ihr hier gegen mich? Ist unnötig. Zeitverschwendung meinerseits, eurerseits. Es funktioniert einfach nicht. Oh, fuck. Komm ich denn da runter? Ist ja auch noch einer. Wunderschön schnelles Kampfgeschehen. Ja, wie gesagt, heute mal mit Fraps in der Aufnahme, deswegen kann ich auch nicht so lange aufnehmen, praktischerweise. Und morgen kommt ja die allererste Folge CSGO, aber nicht aus Live-Aufnahme, weil ich erstmal gucken will, wie das bei euch überhaupt ankommt. Fuck off. Komm. Geralt, halt dich dran fest. Ich muss irgendwo... Lol, das war's. Das letzte Stückchen, was ich hier noch hatte.
Also von den Schwertern haben wir ja die Verbesserung auf jeden Fall. Dem ist schon mal ganz klar verbessertes... Hier! Verbesserte Greifenrüstung. Ja, doch, die haben wir wirklich schon. Was haben wir davon noch? Die Hose haben wir nicht. Aber wir haben die Rüstung davon. Monsterfedern. Wo kriegen wir denn sowas Geiles her? Sag, ich hab das schon. Sehr schön. Das war wahrscheinlich wirklich hier. Wie mir zugesagt wurde. Schön, dass wir aber hier die Karte jetzt aufgedeckt haben. Spielt ja eigentlich keine Rolle. Wir gehen einfach wieder hier hin. Also die Setteile, die... Könnt ihr mir wirklich hinschreiben, wenn das nicht Geschichtsspoiler ist. Da schreibt ihr einfach, wo in welcher Gegend das so in etwa ist. Und ich laufe dahin, wenn ihr das wisst. Ist ja insofern Ansichtssache kein Spoiler. An sich, ja. Wo kriegen wir denn Monsterfedern her? Kämpft zu wenig gegen Monster momentan. Das ist echt ein Problem. Oh, guckt euch das an. Ein ganzer Haufen Versager. Ihr könnt alle gleichzeitig auf mich springen. Das spielt keine Rolle. Ich habe nur ein HP. Geht nicht. Gegen mich kämpfen ist keine kluge Idee. Hier ist das Ortsschild, damit gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt nach Ochsenfurt. Nein, wir machen Hexer-Quests. Ach, wartet. Wartet. Ja, die Fragezeichen, um die kümmern wir uns in nächster Zeit wirklich. Erstmal müssen wir wieder hier hin. Ist doch, what the fuck? Aus ist keine Schnellreise möglich. Stehe ich direkt davor? Nein. Von hier aus funktioniert das nicht. War schön, dass das mit Fraps immer noch auch so gut funktioniert. Neue Grafikkarte habe ich immer noch nicht. Wird aber kommen, weil ich am diesen Monat eh Geburtstag habe. Ich bin sogar ganz nah dran. Unter einer Woche nur noch. Man erfährt so viel. Wenn man zur Kneifzange oder zur weißglühenden Ofenzange... Ach, ich blitze noch. Wenn man zur Kneifzange oder zur... Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn hier drin? Warum leuchtet der dann für mich? Dich kann ich gebrauchen. Und jetzt gucken wir mal bitte bei Materialien. Monsterfedern werde ich kaum kaufen können. Wo war denn jetzt dieser Kack-Rüstungsschmied wieder? Ich fass das nicht, ey. War doch hier in der Nähe. Komm, da kann ich auch das Stück zurücklaufen und mich dahin teleportieren. So faul wie ich bin. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon vergangen. Ja, ja. Hier war ein Rüstungsschmied, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf dem ersten großen Platz. Ja doch, siehst du? Ja. Sofort aufhören. Die tanzen auf den Galgen. Ja, ja. Zeig mal. Monsterfedern werde ich ja hier wohl schwer kaufen können. Guck mal wieder nach Rezepten.
Danke, den nehme ich gern mit. Und der hat natürlich keine Monsterfedern. Das wäre natürlich zu schön gewesen. Der hat hier Vogelfedern. Aber haben wir nicht sowas. Toll, eine Vogelfeder. Bupp. Geh mal alles durch. Was brauchen wir für das, für die Brust? Zeig mir das auch noch mal bitte. Monsterfeder, Greifenfedern wären eine Zutat, um das zu bekommen. Sehr schön. Das heißt, ich kann wirklich aus Greifenfedern mir Monsterfedern machen. Gucken wir mal hier oben bei den Dingern. Kriegen wir Silber raus und Meteoritenerz. Ja, wie geil. 120, das zerlegen. Günstig! Ja, das zerlegen wir. Ich kämpfe so selten gegen Greifen, das ist scheiße. Ha! Hier, Monsterfedern. Nice. Ich nochmal 3. Wunderschön. Jetzt kann ich nämlich wirklich, wirklich diese Rüstung herstellen. Greifenrüstung haben wir schon. Jetzt kommt nämlich die verbesserte Greifenrüstung. Klatsch. Bis dann. Feuertaufe. Weißt du, was das ist? Das ist eigentlich eine mittlere. Sie ist eine mittlere Rüstung. Das, was wir tragen, ist eine leichte. Ordentlich mehr Gewicht. Ha, wobei, das stimmt nicht mal. Natürlich die Greifenrüstung in dick. Natürlich noch eine Verbesserung drin. Können wir auch direkt die nächste Verbesserung dazu reinhauen. Ja. Greifenrüstung der Stufe 2. Die beiden Schwerter, die haben wir auch schon. Werden wir uns die Tage wirklich drum hart kümmern. Mittlere Rüstung. Verdammt. Oh. An sich finde ich die wirklich ziemlich hübsch. Danach kümmern wir uns wirklich um Aufträge jetzt. Die Rüstung, wir hatten das Teil schon von der. Gut, wie gesagt, ich suche die anderen. Werde ich mich wirklich darum bemühen, dass wir die komplett haben. Nur die Level 16er ist momentan für uns von Sinn. Sprich mit der Witwe, da müssen wir überhaupt wohin? Ach, guck an, da sind wir hier sogar richtig nah dran sogar. Nimm dich in Acht. Du kennst Tag und Stunde nicht. Das Katzenset in der Verbesserung ist ja erst für Stufe 22. Das heißt, es wird noch voll lange dauern, bis wir das Katzenset dann wieder besser haben. Tut mir voll leid um die Katzensachen, ehrlich gesagt. Wäre natürlich von uns eingelagert, das versteht sich natürlich von selbst, müsste man sagen.
kann euch das auch gerne... Ja, warum wird mir das immer wieder angezeigt? Wir haben nämlich schon einen Teil für die Katzen, die verbesserte Katzen. Überlegenes. Ach, verbessertes haben wir gar nicht, das ist überlegen, das ist sogar noch eine Stufe darüber schon. Verbessert, wir haben gar kein verbessertes. Interessant. Kann ich natürlich auch nachgucken, versteht sich natürlich von selbst. Ja, brauch auch Wolfsfedern. Ach, brauche ich nicht mehr anheften, danke. Da werde ich auf jeden Fall nachgucken, wo wir diese Sachen finden und dann passt das alles. Hilfe, rette mich, ich sterbe an Armut. Das ist so dumm, diese Sätze. Hier wird nicht rumgehangen. Wie gesagt, das sind halt unsere beiden Schwerter, das greifenden Stahlschwert, das neue, und das greifen Silberschwert. Und wo die Verbesserung für das andere ist, werde ich mich auch noch drum bemühen. Der Wein wird teurer, Huren werden teurer. Ja, wie in der Realität, so auch in Witcher, alles wird teurer. Die Frau ist verrückt, das ist leider die Wahrheit. Weiß nicht, woher sie das Geld hat, um die vielen Katzen zu füttern. Soll sie doch, wenn sie Katzen mag. So. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Mikko und seine Bande, wer sind die? Vier Kerle. Alle Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker macht. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen feilschen sollen. Da habe ich gerade irgendwie Scheiße gebaut. Gucken wir uns einfach mal da um. Ist ja nicht weit weg, das Feld ist ja direkt hier vorne. Hier sind ja überall die Felder hier. Das verbesserte Greifenset sieht schon hübsch aus, also die Brust. Können wir gut vorstellen, dass die hier vorne sind, ja. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Ja, da haben die sich mit zugeballert. Trunkenbolde. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Ja. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit vier Leichen gerechnet. Irgendwie schon. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Ich muss mal kurz im Bestiarium gucken. Mittagserscheinung. Geisteröl, na klar, was auch sonst. Ich kann es ja schon mal... schon mal mir drauf knallen. Wo haben wir es denn? Geisteröl, Geisteröl. Habe ich das eigentlich schon verbessert? Natürlich nicht.
Geralt ist nur ein, ist halt auch ein guter Pferdenleser durch Hexersinne, ne? Ich sollte den Turm untersuchen. Sollten wir wirklich? Ich glaube nicht, dass er es überlebt hat. Hier ist viel Blut. Die Blutspur führt zum Keller. War ja klar. Natürlich nehme ich wieder alles mit, was ich finden kann. Materialien können wir jetzt noch viel mehr gebrauchen. Schwert war, ja gut. Er hat es nicht geschafft. Lol, wie er zerfetzt wurde. Oh mein Gott. Ist ja richtig hart zerlegt. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Hm. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Ja. Allerdings, ja, dass wir hierfür wenig EP bekommen, ist mir irgendwie schon fast klar. Durch die Hexeaufträge bekommen wir richtig viel Geld immer. Naja. Ich würde gerne in den Turm rein. Das war wohl der Ghoul, hm? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, der hätte doch schon die ganze Zeit da sein müssen. Der an der Leiche halt rumknuspert, ne? Guck mal, ob wir hier nicht reinkommen können. Na egal, wir gehen erstmal zurück. Dann werde ich gleich diesen Turm hier halt abfrühstücken. Hier wird bestimmt noch was drin sein, ein Rezept oder so ein Quatsch. Ist ja immer der Fall bei Witcher. Komm, wir machen bis 50 oder so. Ich hau die Folge ein bisschen länger raus. Glatte halbe Stunde wäre natürlich scheiße. Und mit Fraps aufnehmen geht halt auch. Das ist gar nicht so unangenehm, wenn man es weiß. Ja, weil ich auch den Menschen andauernd helfe, soll ich Leine ziehen. Also übrigens gut, dass es schon Abend wird, weil Mittagserscheinungen sind tagsüber, also mittags wirklich am stärksten. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja. Ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Ja, machen wir auch gleich. Ins Feuer schmeißen. So, mit Richtung Level 18 sehen wir inzwischen doch schon relativ cool aus. Es wird immer später. Abends kommen ja die ganzen Psychopathen raus bei Witcher. Dann geht es ja bald wieder in der Hauptquest weiter. Und wenn wir dann Richtung Level 19 sind, werden wir uns auch wieder weitere nächste Aufträge widmen können. Vielleicht auch mal einem höheren.
Ach hier. Ja gut, den Turm werde ich so oder so also nochmal gleich aufsuchen. Oh ja, Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Natürlich ärgerlich. Lass uns tanzen. Mal hier. Was jetzt, du Stück Dreck? Wird noch besser, pass auf, hier. Gleich wird es noch ein bisschen lustiger. Hiermit. Und hiermit. Ich hoffe, du magst Feuer. Noch ein bisschen mit der magischen Falle spielen. Und tschüss. Taugt das Schwert was? Leider nicht, auch wenn es ein cooles Schwert an sich ist. Chance auf Einfrieren, wir gucken uns das mal an. Ach ja. Ich pack mal kurz das Schwert aus. Das wäre diese Klinge gewesen. Aber die wird zu much verarbeitet von uns, also ich werde die auseinanderschmieden. Und dann hat sich's... Oh, war jetzt nicht sonderlich schwierig. Mittagserscheinungen sind jetzt auch nicht der Hardcore-harte Fight. Aber egal, wir gehen erstmal in den Turm rein, der hier noch steht, bevor ich das verpeile. Was ich eben schon gemacht haben. Weil der interessiert mich jetzt doch ein bisschen. Was könnte denn hier sein? Klettern wir jetzt mal hoch. Hier war ich nämlich noch nicht. Doch. Doch, doch, hier waren wir schon mal. Es wäre schön zu sehen, dass man hier das Manuskript dafür kriegt. Doch, ich meine, hier waren wir sogar wirklich schon mal drin. Naja, hier ist eine Truhe. Wir haben bestimmt noch mal ein Fragezeichen. Ich erinnere mich an den Tinturm nicht mehr so gut. Noch mal hier ganz hoch. Ich habe wirklich nur den Plunder übrig gelassen, aber ich meine, hier waren wir schon drin. Zünden wir mal die Kerze an, damit ich auf jeden Fall weiß, dass ich hier schon mal war. Wie ich hier schon mal war. Trotzdem geht's ja noch höher, ne? Aha. Aha. Oder ich war hier noch nicht.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Weil die überlegenen Öle, generell die Öle, die sind halt schwierig zu finden. Eine der Leitern ist auf jeden Fall nicht gut für uns zum Laufen. Heute gab es nur einen Hexerauftrag in der Folge, das ist natürlich ärgerlich. Denn Schinkenbrötchen gehabt. Schinkenbrötchen. Das ist ein geiles Pferd, ja. Aber ehrlich gesagt, finde ich... Was macht das? Bonuserfahrung. Lohnt sich nicht. Gib mir das alte wieder. Dankeschön. Chance auf Verstümmeln ist natürlich auch ziemlich geil. Aber Bonus-CP bei Monstern finde ich ja doch besser. Lauf, Plätze! Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um! Die Hälfte? Beweg dich! Das ist die kräftigste Kuh nördlich des Pontars. So, da sind wir schon. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. 184 Kronen. Okay. Und ein bisschen EP habt ihr auch gegeben. So. Aber an dieser Stelle ist mit der heutigen Folge schon Schluss. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu The Witcher 3 Wild Hunt und mir, dem Nefkara. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, Leute. Haut's rein, bis morgen. Ciao, ciao!